Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder MIFCOM und zwar mit dem White Gaming PC Core R5 5600X RTX 4060 für 1249 Euro. Das Video wurde mir vorgeschlagen von der Gru. Ja, der macht das sehr oft. Es ist immer der Gru gefühlt. Der hat hier was gepostet, dann hat er hier noch was gepostet, dann hat er hier oben auch noch irgendwas gehabt. Wo ist es? Hier, das auch noch. Also der macht das sehr oft, nicht wundern. Und er hat mir das jetzt halt vorgeschlagen, den schauen wir uns mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Ja, ich weiß. MIFCOM schreibt hier unten, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten, aber das übertreiben die halt auch immer. Das Gehäuse stimmt, klar, es ist auch ein weißes System, ist auch in Ordnung. Hier ist aber keine Wasserkühlung drin, vorne die drei Frontlüfter, die beleuchtet sind, sind hier auch nicht mit dabei und da wird man so ein bisschen fehlgeleitet. Ich finde das immer sehr, sehr schade. Also hier ist einfach nur ein Luftkühler drin, damit ihr sofort Bescheid wisst und diese drei RGB-Lüfter in der Front sind leider auch nicht mit dabei. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse, das ist das Corsair 3000D Airflow. Das bringt einen Lüfter vorne mit 120 mm nicht beleuchtet und auch noch einen im Heck 120 mm ebenfalls nicht beleuchtet. Dazu sind sie auch noch schwarz in einem weißen Gehäuse, verstehe ich auch nicht, warum das sein muss. Aber aus Erfahrung kann ich euch sagen, die Corsair Gehäuse sind eigentlich qualitativ okay. Das 4000D ist okay, das 5000D auch. Ansonsten hatte ich leider noch keine hier, aber das wird schon in Ordnung sein. Es hat auch eine Meshfront, das heißt dementsprechend ist der Airflow auch gegeben. Und das kostet 72,89 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5600X. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Den hatten wir schon sehr, sehr häufig, ist auch noch ein etwas älterer Prozessor. Wir sind ja schon in der 7000er Generation. In dem Preisbereich kann man es irgendwo noch machen. Ich würde eher sagen, so bis 1000 Euro PCs kann man den 5600X noch verwenden. Sonst würde ich lieber einen 5700X sehen oder einen 5800X 3D. Wenn es schon der AM4-Sockel sein muss. Ich würde bei dem Preispunkt eventuell sogar schon auf AM5 gehen, weil das System kostet ja 1250 Euro. Ansonsten zum Daddeln reicht ihr natürlich. Wenn ihr streamen wollt, nehmt einen 8-Kerner. Wirklich, ihr habt sonst nur Probleme. Ihr habt dann nebenbei noch Software laufen, was weiß ich, Spotify, Discord. Ich sag's immer wieder. Ihr habt euren Chat, ihr habt den Chatbot vielleicht noch am Laufen, OBS sowieso. Da kann das irgendwann eng werden. Wenn ihr allerdings nur daddeln wollt, ist das völlig okay. Und der kostet 139 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix B550-A Gaming. Der B550-Chipsatz reicht eigentlich völlig aus für den 5600X. Und ansonsten haben wir hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden, noch eine zweite SSD hier unten. Hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 4 Erweiterungsslots. Womöglich könnt ihr davon nur 3 nutzen, weil einer abgedeckt wird von dem Kühler der Grafikkarte. Aber das ist schon in Ordnung. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink. Die Onboard-Grafikanschlüsse HDMI und DisplayPort könnt ihr hier nicht benutzen, weil ihr habt einen 5600X, der hat keine integrierte Grafikeinheit. Zieht das Bild bitte über die Grafikkarte. Dann haben wir noch einen Netzwerkanschluss, zweimal USB 2.0, viermal USB 3.0, einmal USB 3.1 mit USB Typ C auch noch mit dabei und einen BIOS Flashback Button. Man sieht hier auch am Design, es wird mehr oder weniger ein White Build, also das System hier ist mehr in Weiß gehalten. Das macht die ganze Sache meistens auch ein bisschen teurer, werden wir aber gleich noch sehen. Und das kostet 136,90 € bei officepartner.de. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB Asus Dual White OC. Hier wisst ihr auf jeden Fall, was ihr bekommt, passend zu der Farbe des Systems auch eine weiße Grafikkarte. Die 4060, ja, ist jetzt nicht die beste Grafikkarte, ist irgendwo im Einsteigersegment meiner Meinung nach. Für Full HD Gaming reicht die WQAD auch noch. Ich zeige euch aber gleich noch einen Unterschied, weil wir auch eine Alternative haben mit einer 4060 Ti, was die so an FPS rausspuckt. Und den FPS-Test, den ich euch gleich zeige, den verlinke ich wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 344 Euro über Alternate. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4 3600, Corsair Vengeance RGB Pro SL 2x16 GB Weiß. 32 GB ist völlig okay in diesem Preissegment, 3600 MTS ist sogar ganz nett, dass es mit dabei ist, das ist über der Spezifikation von AMD. Es ist halt auch weißer RAM mit RGB-Beleuchtung, passend zum System, das ist soweit in Ordnung. Und der kostet 86,58 € bei csvdirekt.de. Die SSD ist eine 1 TB Western Digital Blue SN580. Die hat eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 4150 MB die Sekunde. Reicht zum Daddeln völlig aus, 1 TB ist auch völlig okay in diesem Preisbereich, kann man so machen. Und die kostet 58,19 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 650 Watt Corsair RM 2023, vollmodular. Schauen wir uns jetzt mal eben an. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Bringt allerdings auch nicht den neuen Stecker mit für die aktuelleren Grafikkarten. Braucht ihr bei diesem System auch nicht, weil die 4060 immer noch den alten Anschluss hat, den ganz normalen PCI Express Stromstecker. Wer dann natürlich drauf Wert legt, sollte ein RTX 3.0 Netzteil nehmen, aber für die Verhältnisse, für das System reicht das aus. Und das kostet 84,90 € bei Alternate. Der CPU-Kühler ist ein Deepcool AK400 White.
Den hatte ich selber auch schon im Test. Der reicht für diesen Prozessor völlig aus. Allerdings ist es halt keine Wasserkühlung. Ihr bestellt das System vielleicht anhand der Optik und kriegt dann halt einen PC nach Hause ohne Wasserkühlung, sondern eben mit dem Kühler. Das hat jetzt natürlich optische Gründe. Technisch gesehen funktioniert der Kühler mit dem Prozessor ganz easy. Und der kostet 37,90 € bei Alternate. Hier haben wir noch ein kleines Gimmick. Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Cryonaut. Ist ganz nett, dass es dabei ist. Macht auch nicht jeder Systemintegrator. Ich kann jetzt allerdings nur eine ganze Tour berechnen, wobei man die eigentlich gar nicht braucht für diesen Prozessor. Aber ist schon okay. Und die kostet 8,12 € bei Mindfactory. Hier haben wir noch eine kleine Besonderheit, Garantie, 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return. Wenn ihr das bei anderen Systemintegratoren dazu bucht, sofern sie es nicht out of the box haben, dann kostet das meistens so 70 € rum extra, dass die halt von 2 auf 3 Jahre gehen mit Pickup und Return. Hier ist das schon mit dabei, könnt ihr dazu rechnen oder eben auch lassen. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, Prozessor, RAM, Grafikkarte, Mainboard, Wärmeleitpaste, CPU-Kühler, Gehäuse und Netzteil und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 968,48 € und das System kostet 1249 €. Da seid ihr jetzt bummelig bei 280 € Aufpreis für Zusammenbau und Garantie. Finde ich schon ein bisschen viel. Wenn das jetzt so ein System wäre für, sag ich mal, 2500 oder 3000 €, hätte ich gesagt, ja, das passt schon irgendwo. Aber das kostet halt nur 1250 € knapp und da sind allein 280 nur für Zusammenbauen und Garantie. Und was mich halt wirklich immer am meisten stört an der ganzen Geschichte, die Config ist ja soweit ganz in Ordnung, aber diese Bilder sind einfach irreführend. Warum macht man sowas? Ich habe euch mal eine Alternative rausgesucht, die habe ich auch schon öfters gezeigt, weil sie preis-leistungstechnisch einfach okay ist. Es ist jetzt natürlich kein Whitebuild. Wer ein Whitebuild will, muss sich das umkonfigurieren, dann wird es eventuell auch wieder teurer oder eben direkt den MIFCOM-PC nehmen. Aber ihr kriegt hier, dafür, dass es kein Whitebuild ist, auf jeden Fall einen besseren Prozessor und eine bessere Grafikkarte. Das Teil kostet ebenfalls 1249 €. Hier haben wir allerdings schon 13400F, also aktueller Intel-Sockel. Ihr könntet später sogar noch ein bisschen erweitern mit der 14. Generation, wenn ihr das möchtet. Und der ist auch einen Ticken stärker als der 5600X. Als CPU-Kühler haben wir einen Ender Fi Fortis 5 ARGB. Hatte ich schon im Test, reicht auch völlig aus für diesen Prozessor. Das Mainboard ist jetzt natürlich kein fancy ROG Strix White irgendwas, sondern ein MSI Pro B67P Wi-Fi DDR4. Reicht aber für das System auch noch aus. Als Grafikkarte haben wir hier eine 4060 Ti und die ist ein ganzes Stückchen schneller als die normale 4060, zeige ich euch gleich das Vergleichsvideo. Arbeitsspeicher haben wir ebenfalls 32 GB mit 3600 MTS. Die SSD ist auch eine 1 TB SSD, allerdings ein Ticken langsamer, aber ich habe das jetzt vor kurzem erst getestet, das macht jetzt nicht den Riesenunterschied im Gaming aus. Dafür ist das Netzteil ein bisschen stärker mit 750 Watt und bringt auch schon einen neuen Stromstecker mit, auch wenn ihr ihn nicht wirklich braucht, aber ihr habt ihn immerhin da. Und das Gehäuse ist ein Enderfy Arc 700 ARGB mit Glasfenster, da habt ihr wirklich 3 Lüfter in der Front, die leuchten, der Airflow ist gegeben, ist ein riesiges Case, hatte ich schon im Test völlig okay. Schauen wir uns da die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 1155,27 €. Und das Ding kostet 1249 €, also bummelig so 95 € fürs Zusammenbauen und nicht 280. Wenn ihr natürlich was fürs Auge wollt, nehmt ihr eventuell den MIFCOM-PC, auch wenn die RGB-Lüfter nicht vorinstalliert sind, ihr habt immerhin alles in weiß. Wenn ihr mehr Leistung wollt, nehmt ihr dieses System. Ist halt auch ein aktuellerer Sockel, allerdings immer noch DDR4, aber in dem Preisbereich geht das noch klar. Und jetzt zeige ich euch im Schnelldurchlauf nochmal die FPS-Unterschiede, wenn ihr eine 4060 Ti habt, anstatt einer 4060. Bei Resident Evil 4 habt ihr locker 20 FPS mehr. Bei Red Dead Redemption habt ihr auch locker 20 FPS mehr. Bei Cyberpunk sind es ca. 15 FPS. Bei Hitman 3 habt ihr 148 gegen 184 FPS. Bei Hogwarts Legacy habt ihr 64 FPS gegen 80 FPS. The Last of Us Part 1 85 gegen 104 FPS. Das Video verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung, könnt ihr euch selber nochmal von überzeugen, genauso wie die Geizhalslisten und natürlich auch die Systeme, die ich hier vorgestellt habe. Also ich finde, wenn man was fürs Auge will, kann man den irgendwo nehmen, wenn ihr euch noch RGB-Lüfter in die Front reinkonfiguriert. Ja, wenn ihr mehr Leistung wollt und einen aktuelleren Sockel, zumindest bei Intel jetzt in dem Fall, nehmt ihr das Subaru-System. Ich finde den Aufpreis einfach nicht gerechtfertigt, ich finde das echt schade. MIFCOM macht eigentlich ganz gute Konfigurationen, sind aber meistens zu teuer. Es gibt natürlich Systemintegratoren, die sind zu teuer und machen beschissene Konfigurationen. Aber ich sage jetzt keinen Namen, ihr könnt euch das vielleicht selber denken. Gut, das wäre es auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.